Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Gaming Kingdom Kanal. Heute wollen wir mal Clash Royale spielen. Ich bin ein unglaublicher Clash Royale Fan. Und ich zeige euch einfach mal meinen aktuellen Spielstand. Vielleicht mache ich sogar noch einen komplett neuen, nur für diesen Kanal. Muss noch überlegen. So, hier ist mein aktuelles Deck. Ich habe seit kurzem den Holzfäller bekommen aus einer legendären Truhe. Ich habe mich total gefreut. Und ich spiele mit Schweinereiter. Und ja, das ist mein momentanes Deck. Ich habe alle Karten bis auf die legendären Karten. Und ich würde sagen, wir werden zuerst mal ein paar Testspiele machen, falls irgendwelche Leute online sind. Oh, eine epische Truhe hier. Hätte ich gerne geholt. Egal. Und dann werden wir auch Online-Kämpfe machen. So, und ich sehe gerade, jemand ist hier gerade am Kämpfen. Luki gegen Wusel. Okay, ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Ich feuer mal den Wusel an. Okay, er spielt die Koboldhütte mit der Musketierin. Das ist interessant. Ja gut, ist auch ein unfairer Kampf. Er ist Level 8, er ist Level 4. Okay, er spielt Koboldfass auf die Koboldhütte. Das war jetzt nicht so cool. Ich hätte sie lieber auf den Kronturm gesetzt. Ja doch, die Kobolde, die machen schon ein bisschen Schaden und der holt den Prinz raus. Ja, raus mit dem Babydrachen. Das wird heftig. Er holt auch sein Babydrachen. Gut. Oh. Nee, der Kronturm ist weg. Der Kronturm ist weg. Oh. Nee, doch, der Babydrachen macht es jetzt fertig. Bam und bam. Ja. 1-0 für Muse. Gut gemacht. Ah, wo bleibt denn der Luki? Ja gut, der ist auch Level 4, wie gesagt. Der macht das schon ziemlich gut. Er hat schon so viele Leben abgezogen. Na, Wusel lässt sein Elixier verlaufen. Und er setzt das Skelett an gegen Rito und Musketieren. Und die Hexe zusätzlich auch noch. Das ist super gut. Na, hat er die Pfeile der Luki? Die würden ihm jetzt richtig helfen. Und da spielt er den Schweinereiter. Das dürfte eigentlich schon gewesen sein, wenn die Hexe ihn jetzt tut. Nee, braucht noch ein bisschen. Okay. Da sind die Lakaien, haben die Hexe getötet. Ist gut. Ich glaube, der Babydrache, der wird es richten. 400? Nee, doch nicht. Aber der Prinz jetzt. Und bam. 2-0. Glückwunsch, Wusel. Und dann gucken wir mal, ob wir auch gegen Wusel kämpfen können. Ich schreibe mal, dass ich gerade aufnehme. Nehme jetzt auf. Und dann gucken wir mal, ob wir gegen ihn gewinnen können. Er ist nur ein Level unter uns. So, Baban. Ich setze einfach die Kanone. Erstmal. Mit den Sperrkobolden haben wir schon mal eine. Okay, er setzt die Lakaienhorde. Er hat sie gerade mal Level 6. Das wundert mich aber. Okay, ich setze jetzt den Magier mit dem Holzfäller. Gut, das Kombo. Der Magier macht nämlich von hinten alles kaputt. Währenddessen der Holzfäller richtig viel Schaden macht. Und jetzt noch ein Wut. Macht er noch mehr Schaden. Gut, haben wir schon fast den ersten Kronturm. Mit dem Feuerball die Hexe kaputt machen. Und dann noch die Kanone hinterher. Kobolfass ist jetzt aber keine große Bedrohung. Er schmeißt einen Magier hinterher, der auch schon wieder fast tot ist. Ah, er macht es jetzt nicht ganz clever. Ich nehme an, wir haben jetzt hier einen Zuschauer. Ich nehme an, dass das der Luke hier ist. Ich meine, der hat ja auch gerade gegen Wusel gekämpft. Ja, alle, die halt in meinen Clan kommen wollen, der Clan heißt, okay. Der Clan-Kürze werde ich in die Videobeschreibung setzen. So, dann schmeiße ich noch einen Schweinereiter rein und dann dürfte dieser Kronturm-Geschichte sein. Ne, er spielt die Skelettarmee, okay. Gut, kontert. Boom, Feuerball. Hab doch die Hexe mitgerissen, das ist super. Ja, heul doch. So. Ja, Koboldfass.
Und boom! Erster Kronturm. Dann schmeißen wir hier mal Sperrkugel rein. Ich glaube, ich gehe auf 2 Kronturme und nicht auf 3. Wird vielleicht besser sein. Ja, okay, wieder keine Worte, die macht wieder weg. Ah, boah, guter Feuerball, das war ein richtig guter Feuerball. Dann schmeiß ich mal holzverdammten Magier wieder rein. Ja gut, mein Grundturm, der ist zwar nicht weg. Der hat schon ein bisschen Schaden, ne? Und jetzt zu guter Letzt noch die Barbaren. Mit dem Wasser. Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Und wenn er jetzt noch sich verteidigt, vielleicht nicht, aber es sieht ganz so aus, als ob. Ja, selbst wenn ich nicht so. Nee, ist es gewesen. Ja, gutes Spiel. 3-0. Ja, der Holzfäller ist schon ziemlich stark. Ich finde den richtig OP. Okay. So, vielleicht will noch der Loki verzeihen. Oh, es sind jetzt sogar 3 Leute on. Mal gucken, ob. Ja, okay, alle wollen ein Test spielen. Ja, machen wir mal Loki jetzt. Der ist zwar Level 4, aber können wir auch mal bekämpfen. Danke, ich wünsche dir auch viel Glück. So, ich denke, wir setzen direkt mal den Schweinereiter mit dem Barbaren. Und er spielt einen Mini-Packer, okay. Der geht aber nicht auf den Schweinereiter, sondern nur auf die Barbaren. Es wundert mich, dass wirklich dieser Loki es geschafft hat, einfach bis Arena 4 zu kommen mit Level 4. Es erinnert mich voll an die Clash Royale Wiederholungen, wo auch nur die ganzen Level 1er sind. Okay. Musketieren ist jetzt keine allzu große Bedrohung. Ich spiele einfach den Holzfäller mit dem Lakaien. Mit dem Sperrkobold. Ja, gut, 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 gut. Das macht jetzt schon mal ein bisschen Schaden. Oder erst kommt er weg. So, dann Überraschung aus dem zweiten, auf dem zweiten Kronturm. Und dann hier noch eine Kanone platzieren. Also ich habe aus einer legendären Truhe den Holzfäller bekommen, also ich war noch nie Arena 8. Also das war auch meine Wunschkarte und ich habe mich total gefreut, als ich sie bekommen habe. Das war wirklich unglaublich viel Glück. Andererseits hätte ich mich auch über die Prinzessin gefreut. Ich habe nur gehofft, dass ich nicht den Funky bekomme oder den Lava, weil damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Zwar sind sie stark und zwar aber Funky, da muss man einmal wegsetzen und dann ist vorbei. Setzen wir noch einen Magier hier hin. Und dann schreibe schon mal gutes Spiel. Und ein 3-0. Haben wir gut gemacht. Aber es war auch nur ein Level 4, also war jetzt auch nicht schwer. So. Gut, wer ist denn der vierte, der online ist? Ich spende hier mal. Ja, Wusel nochmal. Ein letztes Mal noch Wusel und dann machen wir einen Online-Kampf. Und dann war es schon mit der Folge. Ich will jetzt nicht zu viel aufnehmen. Oh, 2 Leute gucken uns diesmal zu. Das freut mich. Ich schicke, glaube ich, die Barbaren mit dem Magier rein. Ja doch, das wird, das ist eine gute Kombo. Er spielt den Schweinereiter mit dem Koboldfass. Das könnte tödlich werden, wenn ich jetzt nicht wieder kein spiele. Aber haben wir gut gemacht, da ist schon der erste weg. So, und ich stelle euch jetzt noch eine Frage. Folgt ihr öfter solche Let's Plays bzw. Let's Clash sehen, dann schreibt es mir in die Kommentare,
Dann werde ich vielleicht sogar noch einen neuen Account einrichten für meinen Channel. Momentan benutze ich halt meine. Okay. Ich denke, wir spielen jetzt gleich noch den Schweinereiter mit dem Holzfäller. Und er spielt die Rakete. Okay. Kann man ruhig machen. Nee, doch nicht. Machen wir anders. Zack. Okay. Und boom und boom. Und das war's eigentlich auch schon mit ihm. Er kann jetzt auch das Skelett damit spielen, aber den mache ich mit dem Magier fertig. Zack, 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 zack. Wobei, die hat jetzt doch ziemlich gut verteidigt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hat nur gut gespielt. Ja, Verschwendung. Ja, das war zu erwarten, dass er eine Rakete spielt. 1:1. Okay, dann will er das anscheinend wissen. Ich schenke dir nichts, Wusel. Nur weil du einen Level niedriger bist als ich. So. Und jetzt die Baba mit dem Schweinereiter. Da wird er die Skelettarmee wahrscheinlich spielen. Ja, das war klar. Ich habe nur nichts Vernünftiges außer dem Magier gegen die Skelettarmee. Das ist das Problem. Und er spielt eine Warum spielt er die Rakete auf den und nicht auf den anderen? Das ist dumm gewesen. Sonst hätte er noch was rausreißen können. Aber so mache ich den jetzt einfach fertig. So, hallo. Ich bin der Magier. Und das war's. GG. Hat er gut gespielt. Hat er mich doch noch gefordert. Und dann machen wir jetzt noch einen Online-Kampf. Und dann war es das auch schon mit dieser Folge. Danke für die Testspiele. Und dann... Nein. Ich kämpfe jetzt nochmal online, weil sonst wird es auch irgendwie langweilig. Bauarbeiter Frankstadt, ich war schon oft Arena 7. Hab da drei Musketierinnen und Megalakaien und so geholt. Und den Königsgeist auf Level 6. Aber hab noch keine epische Legendary davon. So, okay. Mr. Robin. Der spielt. Wer? Er spielt ein Spam-Deck. Okay, er zappt den. Warum hat er den jetzt gesappt? Oder hat er den sogar geblitzt? Ich habe es jetzt gerade nicht richtig gesehen. Ich glaube, das war sogar ein Blitz. Jetzt spielen wir Holzfäller mit Magier wieder. Das sieht gut aus. Weg. Magier ist leider jetzt alleine. Passt schon. Macht er zumindest noch die Truppen kaputt. Dann spielen wir noch hier Lakaien mit dem Schweinreiter. Oh, der lässt den nicht, der heilt den nicht auf, das ist ein 1-0 schon. Das war blöd von ihm. Das war richtig dumm. Er hätte es aufhalten müssen. Ich mir wieder eine Kanone. Ah, da kommt die Valkyrie, das ist super gewesen, dass wir die Kanone gespielt haben. So. Okay. Ja, der Magier, der macht schon noch ein bisschen Schaden, aber nicht viel. Ja, der regt sich auf. Ja, selber schon, wenn du den letzten Pushen aufgehalten hättest, dann wäre es jetzt nicht so blöd für dich. Spielen wir wieder Magier mit dem Holzfäller. Was macht der? Er spielt den Golem. Spielt den Golem. Das heißt, er wagt jetzt noch einen Push. Okay. 60 Sekunden noch. Ich denke, dass ich den Golem gut verteidigen kann. Und den Barbaren zum Beispiel. Und dafür muss ich die Becken kaputt machen. Sonst funktioniert es nicht. Ne, der Golem ist schon fast tot. Ja, der ist jetzt tot. Jetzt kann ich nicht mehr allzu viel machen. Ich schmeiß gleich noch Feuerball auf den Turm. Und das war's dann auch schon.
rein. Oh, ich treffe sogar zwei Gegner. Vielleicht schaffen wir sogar noch den Hütten zu holen. Da muss aber ziemlich schlecht sein. Nee, das schaffen wir nicht. Wir spielen. Da wollte ich noch Tonturm, bis ein Tonturm mag ich das Ding geben. Oh, das war's. GG. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ich mehr sowas machen soll, dann gebt einen Daumen nach hoch oder schreibt es einfach in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen und bis dann und ciao.